Hi Leute, willkommen zurück zu Stellaris und wir haben in der letzten Folge den Krieg hier beendet und haben Uwa Xavan und eigentlich auch die Destik zu unseren Vasallen gemacht. Wir gucken es uns mal an. Destik, yes, Sir. Aber Uwa Xavan irgendwie sind nicht dabei, oder? Oder sind die Destik da included? Sind die Destik da included? Wir können jetzt hier was hinbauen. Machen wir vielleicht auch. Wir machen diese Hilfsorganisation. Ja, wir müssen ein bisschen. Oder machen wir Lehnsherr Garnison. Na, ich bin ja eigentlich im Prinzip eher für die Hilfe, aber die haben auch kein Kriminalitätsproblem, die Jungs. Ja, ne, jetzt mal kurz gucken. In Uwa Xavan, wie sieht's denn da aus, Leute? Die sind feindlich. Ah, okay, also die gehören nicht zu uns, die Destik gehören zu uns, aber die Uwa Xavan noch nicht. Ist ja witzig, oder? Und wir haben bis 10 Jahre, oder ist noch 10 Jahre, bis wir den Krieg erklären können? Ja, genau, 10 Jahre, ja. Oh je. Yeah. Bis es weitergeht. Nun ja, Leute. Also, jedenfalls. So war das hier. Schrottsammelflotte ist ja auch nice. Unterwerfung fordern. Yastun Confederate Systems hat die Uwa Xavan unterworfen. Wer seid denn ihr jetzt? Oh, dann können wir denen doch den Krieg erklären, oder? Nee. Hat sich da was Neues jetzt gebildet wieder? Yastun Confederate? Der Heilige Pakt? Oh, wo doch einen ganzen Haufen dabei sind. Echt jetzt? Wie sieht es denn situationsmäßig aus? Also wir sind Nummer 1 geworden inzwischen mit Abstand. Dann kommt schon ab und dann kommen diese Yastun. Mit dem Heiligen Pakt. Das kriegen wir auch noch hin. Föderationseinladung. Uwa Xavan ist schnell der Föderation Sacrosanct Covenant beigetreten. Sind ja auch nicht blöd. Okay. Und sie sind unterworfen worden. Ja, die Föderation und gleich unterworfen. Torquell schließen die Grenzen. Malonok Confederate. Schließen die Grenzen. Nun gut. Alles gut. Alles gut, Leute. Wir sind gerade dabei, jetzt voll abzugraden. Machen wir auch. Der Astralriss. Ah, hier oben hat es jetzt echt noch ein paar Sachen, die interessant sein könnten. Für uns. Ja, geldmäßig sieht es eigentlich alles gut aus. Ist eigentlich alles. Alles hier im grünen Bereich. Ah, genau, er bewegt dann hierhin. 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 Ja. Oh mein Gott. Muss ich mal kurz gucken, haben wir noch ein Forschungsschiff in der Nähe irgendwo? Eher weniger momentan, oder? Hier haben wir eins. Drückt, oder? So. Das hier ist unser großes Schiff. Moment. Können wir jetzt diesen Astralsprung initiieren? Gut, der kann jetzt hier rüber springen. Wir testen es mal einfach. Mach mal. Vessels upgraded. Ja, hat geklappt. Super. Super. Ne, geh mal zurück nach Sol. Wo ist Sol? Unser eigenes Sol-System nicht mehr. Ja.
Naja gut, es geht gerade so viel los, Leute. Also wir haben gewonnen gegen die Destik. Die sind jetzt untertan von uns geworden. Wie sich dann gleich die Welt verändert. Gell? Neuer Schiffstyp, Titan-Ionenkanone. Da können wir nicht Nein sagen. Das müssen wir machen. Ermöglicht den Abbau von lebendigem Metall. Auch geil. Oh. Kommen coole Sachen. Aber ja, Titan-Ionenkanone müssen wir ja machen. Astralaktion der Dimensionsflotte rufen? Nein. Möchten wir nicht rufen. Okay, das sind wir wieder. Empire von Malkier. Ne, wir sind noch am Technologiestehlen. Das passt doch, oder? Gut. So. Artefakte. Machen wir die mysteriöse Geschichte. Das ist gut. So, und die privaten Sammler haben wir auch gemacht. Sehr gut. Ballet Hive. Mhm. Jawohl. Einsatz Sternbasis sabotieren. Ne, wir machen Technologie stehlen. Und jetzt geht's halt ab. Also da können wir jetzt richtig Informationen hier holen. Die Prosnak, schaut euch das an. Die kommen richtig stark. Da werden wir uns dann schon zu helfen wissen, keine Sorge. Und wir haben nicht mehr lange bis zum nächsten Krieg, um ehrlich zu sein. Ja. Und die gehen gegen Schild. Ja, da müssen wir viel Panzerung bauen. Aber ich glaube, so sind wir ja ausgerüstet. Ja. Auf Panzerung. Gucken wir. Genau, die graden hier ab, beziehungsweise sind schon abgegradet. Ja, und da haben wir, seht ihr, da haben wir tatsächlich viel Panzerung gemacht. Alles gut. Also Freunde, es sieht gut aus. Wir kommen zu euch jetzt hierher. Und der Witz ist ja, das ist ja unser Gebiet hier gewesen. Ja, das ist ja unser ureigenstes Wurmloch eigentlich hier. Colonization in progress. Ja, was schon immer uns gehört hatte. Okay. Die Skyldarie Mediators haben da ein bisschen was gebaut, okay. Hulks vivisected. Prosnak haben die Grenzen geschlossen, ja, ja, meine Freunde. Wir sind auch nicht mehr dann mit dem Prosnak-Organism verbandelt. Ist ja wohl klar, oder? Na, wir bringen unsere Flotten jetzt hier runter. Keine Sorge. Keine Sorge, meine Lieben, wir kommen. Hier sind die Flottenmanager, ja. Fügen Schiffe hinzu und wir machen die Prosnak-Geschichte. Wir machen ein paar Prosnak-Zerstörer und so weiter. Haben wir schon Prosnak? Haben wir gar nicht, gell? So, haben wir auch Prosnak Schlachtschiff, ja, haben wir auch. Ja, und die bauen wir jetzt. Ah, also die bauen wir jetzt. Wir kommen jetzt dann böse zu den Prosnak. Richtig böse. Wo ist unsere Transportflotte? Sehr gut. Haben wir eigentlich noch eine? Wo ist denn die andere? Ist diese Generalin dann gestorben? Wahrscheinlich, oder? Vessels upgraded. Oh, Leute. 12 Schiffe wurden aus den Trümmern ja, genau, das sind halt die Schiffe jetzt, ja, ja. Das sind die Schiffe, die wir wieder kriegen. Okay, und da unten unsere prosnakianischen Freunde.
Moment, wenn wir jetzt hier kämpfen, wie sieht's denn da aus? Hm? Die haben keine Freunde großartig. Wir können denen den Krieg erklären, das werden wir auch gleich tun. Wachstelle gefunden, sehr nice. Magierforschung akquiriert. Jawohl, was heißt hier? Unsere Infiltration von Magienforschung war erfolgreich, doch einige unserer Agenten scheinen nun gefährdet zu sein. Die Tarnung unseres Agenten hielt lang genug, um seine Extraktion abzuschließen. Allerdings wurden seine ursprünglichen Referenzen als falsch entlarvt. Die Malki-Sicherheit wurde auf seine Anwesenheit Aufmerksamkeit gemacht. Die von uns gewünschten Forschungsdaten sind bereits extrahiert worden. Doch die Fluchtpläne unseres Teams sind durcheinander geraten. Die Sicherheitsvorkehrungen werden auch immer strenger. Wir müssen unseren nächsten Schritt sorgfältig und umgehend planen. Oh, minus 30. Aber wir können die Anti-Schwerkrafttechnik machen. Sehr nice. Ja, Freunde, wir machen nicht lang rum. Wir erklären den Krieg und wir möchten gerne Vasalisierung machen. Krieg erklärt und ab geht's. Da machen wir auch nicht lang rum. Da machen wir echt nicht lang rum. Sorry, wenn ich jetzt gerade so Gas gebe immer im Spiel. Wir haben es jetzt immer langsam und ruhig angehen lassen, aber ja, keine Ahnung. Klingt ja auch nichts. Attacking enemy assets. Wenn wir immer so ganz langsam nur spielen. Ui. Okay, die erste Flotte ist komplett verdampft. Die nächste auch und hier auch große Probleme für die. Oh ja. Es sind aber auch einige geflohen. Ja. Die haben auch Schaden nehmen müssen. Ja. Aber die haben ein bisschen was verloren. Zerstörer, Fregatten. Aber kein Schlachtschiff und nichts. Nun ja. Was haben sie auf Konada? Auch nichts. Und jetzt haben wir hier dieses Wurmloch. Okay. Jetzt bauen wir Forschungsschiff. Und zwar sofort. Bauen wir ein Forschungsschiff. Ja, kann sich sogar im Bau befinden. Sehr gut. Der Gewölbewart regiert Kolda. Gut, passt alles gut. Ja, und die Megaflotte, auf die sind wir noch gar nicht angewiesen momentan. Das ist dann unsere Option quasi. Immer an private. Sieht alles gut aus. Okay, das Schiff ist fertig. Anführer drauf. Dann komm du, mein Freund. Und jetzt. Ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt auch nicht. Wir erkunden das Wurmloch. Die ist mir zu wertvoll, um ehrlich zu sein. Ja, die ist mir zu wertvoll. Wir nehmen ihn hier. Und wo ist er? Natürlich ist Wurmloch erkunden, das machen wir. Malkier haben uns beleidigt. Oh je. Yeah. Immer diese Beleidigerei. Wir würden doch nie jemanden beleidigen, oder? Vielleicht manchmal. Vielleicht ein bisschen.
Jetzt sehen wir gleich, wohin das führt. Ein Schiff geboren, geboren. Sehr nice. Summe analysiert ist. Aber richtig, richtig gut ist das. Ja, und ihr seht, wir haben das Impulstriebwerk abgeschlossen dadurch. Diese modernsten, mit Fusionsenergie gespeisten Triebwerke geben Schiffen bei Unterlichtbedingungen unerreichte Geschwindigkeiten und Manövrierbarkeit. Ja, ich frag mich nur, wie die immer mit den G-Kräften dann umgehen bei der Geschichte, aber das ist ja cool, dass es überhaupt gemacht wird. Stadtdistriktwohnung plus 1. Ja, wir machen die Quantenraketen mal. Und nee, machen wir nicht. Wir erforschen den Titanen noch. Und den uralten Kavitationskollabierer. Da müssen wir gucken. Der ist Verpanzerung und Schild ist sehr gut. Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Uralter Schutzwall. Auch kenne ich auch alles gar nicht, diese Sachen. Uralte Impulspanzerung. Wow. Was? Trefferpunkte Schilde, Trefferpunkte Panzerung? Hört sich aber gut an. Machen wir. Diese uralten Technologien, die scheinen mir mega weg zu sein. Wir haben auch wieder so ein Sterntor da gebaut. Ah, ne, können wir jetzt? Ah, okay. Cool. Würde ich sagen, gehen wir mal gucken, oder? Was da so gibt. Nee, okay. Invasion commenced, das möchte man natürlich. Ground Invasion Force has seized a planet. Sauber. So, und er geht natürlich gleich. So, die folgen ihm hier. Nice. Nice, nice. Okay, dann können wir ja abgehen eigentlich, oder? Können wir das Wurmloch verriegeln? Können wir bestimmt irgendwie. Spaceport under attack. Zero G research platform disrupted. Hulks vivisected. Planetary invasion commenced. Archion-Sensoren hier weiter erforscht. Gut, und hier kommt der Kampf, ist halt ihr, die Klonarmee ist dabei. Und unsere Warplinge, und die sind halt mega stark. Seht ihr, die verlieren gar nichts. Und der Gegner schmilzt dahin in einer Geschwindigkeit, das ist ridiculous. Nur mystische Orden, was habt ihr denn Schönes? Beamter der Stufe 3. Ja, machen wir. Spaceport under attack. Vessel production capacity violently diminished. Hulks vivisected. Er läuft halt gut. Läuft halt schon gut. Attacking enemy assets. Ja. Leute, wir holen jetzt die Flotte schnell.
Sonst müssen wir da wieder so. Ja, wir holen die Flotte schnell. Wir holen die Flotte. Machen wir. Wie lange würde der hierher brauchen? Geht eigentlich. 155 geht, machen wir mal. Wobei, wir können eigentlich schon den Sprung machen. Ja gut, da ist halt blöd, gell? Dann würden wir sagen, wir springen an in unserer Grenzen. Ja, super. Ist auch egal jetzt. Bringen wir halt die 2 Meter darüber. So. Okay, passt. Stopp. Tod eines großen Anführers, Kunsthandwerksmeister Kai Sha. Gestorben, das ist richtig blöd. Wendet ihn an die Wissenschaft. Ja, das ist in Ordnung, aber jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen jemanden, der hier was reißen kann, und da haben wir fast niemand. Wir haben den Staatsminister, aber ist ja schon an Bord. Blöd, oder? Komm, dann nehmen wir ihn. Wachstumsgeschwindigkeit und Nahrung auch nicht schlecht, oder? Aber ich finde die Stabilität halt irgendwie wichtig. Hey, komm, wir machen mal den Fruchtbarkeitsprediger. Stopp. Und was haben wir jetzt? Also, eine neue Forschung. Vernunftbegabte Gefechts-KI. Den Selbsterhaltungsantrieb, zum Beispiel die Todesangst unserer vernunftbegabten KI auszunutzen, sollte ihre Reaktionsfähigkeit im Gefecht erheblich steigern. Oh, ja, alles nicht so easy. Ja. Ne, dann machen wir mal, kommen diese Tachyonensensoren und so. Und alles Sachen, die wir jetzt relativ schnell erforschen können. Spaceboot under attack. Aha. Gut, da war auf jeden Fall nichts. Dann gehen wir jetzt hier rüber und holen uns Barillion 2 und Barillion 3. Während wir nach Akama gehen, das sind alles alte, bekannte Sektoren. Die kennen wir alle schon. Alle. Aus älteren Staffeln. Attacking enemy assets. Und wir haben die Tachyon-Sensoren schon erforscht. Das ging halt richtig schnell, gell? Ja. Um den Abbau von dunkler Materie. Machen wir. Gut, und gleich geht's los, Leute. Spaceport under attack. Ui, und hier sind viele, aber sie sind nicht stark. Ja, die sterben schnell. Der autonome Schiffsverstand. So, indem wir unseren Schiffen einen eigenen halbautonomen Verstand verleihen, die Reaktionsfähigkeit im Kampf erheblich verbessert. Ja, das machen wir auch. Machen es auch die. Ah, ne, können wir gar nicht die Plasmakanone machen. Gut. Wieder mal einer verhaftet worden.
wir sind aus dem Schneider. Nun ja, gut. Und darauf kommt es ja an. So. Jetzt gehen wir nach Prosnak. Herzlich willkommen. Ground Invasion Force has seized the planet. Sehr gut. Sieht's hier aus? Auch wache Garnison. Okay, und hier kommt der große, die große Entscheidungsschlacht, aber die werden wieder fliehen. Planetary invasion commenced. Oh, wir haben brutale Verluste zugefügt. Hei, hei, hei. Sehr nice. Während wir hier auf der Agrarwelt Zarat sind und halt gern. Müssen wir nicht viel dazu sagen. Läuft gut. Also, die Kommandantin hier. Läuft so gut. Es ist fast schon verrückt, wie gut es läuft. Ernsthaft. Ja. Landen wir die Armee zuerst auf Tanak und dann auf Pros. Spaceport under attack. Vessel production capacity violently diminished. Attacking enemy assets. Ja, die können halt nichts machen. Nichts gegen die können nichts machen. Eieiei. Bumm. Brutal schon wieder. Und wir haben aber auch ganz schön was verloren. Und die haben weniger verloren, als uns lieb gewesen wäre. Prosna, gut, das ist schon geholt. Jetzt kommen wir nach Pros. Na dann, Freunde. Bogenkartelle auf Natka. Wir können uns halt echt nicht auf alles konzentrieren. Funktioniert nicht, ja. Und hier unsere Klonkrieger. Brutal. Brutal, Leute. Warte, wie sieht's hier aus? Reicht halt auch die kleine Flotte. So machen wir das mal. Volk. Spaceport. Er liegt auf Pros beschlagen. An Pros? Ach komm. Jetzt, wo Pros fest unter unserer Kontrolle steht, haben wir erfahren, dass unsere Streitkräfte während der Kämpfe in den Besitz eines unschätzbaren Relikts gelangt sind, das als der Vermesser bekannt ist. Prosnak Organism war offenbar dabei, dieses Relikt in einem sicheren Ort zu verlegen. Aber die sich schnell veränderten Frontlinien auf der Oberfläche machten dies unmöglich. Wir konnten unser Zentralarchiv auf der Erde überführen. Ernsthaft? Ah, dann geht's unten einfach weiter. Ja, geil. Okay. Der Vermesser. Sensorenreichweite plus 1. Scannt Planeten in eurem Reich nach neuen Ressourcen vorkommen. Ja, was für ein Hammer ist das denn? Mal wieder, oder? Mega geil. Oh.
Hier kommt es tatsächlich zu Gefechten. Attacking enemy assets. Ja, und wir konnten gute Verluste zu. Ja, nicht schlecht. Zero-G Research Platform disrupted. Kann man dann nicht einfach hinspringen? Müsste man doch können, oder? Ausgelöscht. Was? Gut, wir müssen sie verleugnen, leider. Ui. Jetzt sind wir hingesprungen. Wir haben nur die halbe Angriffskraft. Aber die reicht uns. Spaceport under attack. Vessel production capacity violently diminished. Ja. Wir kriegen die schon. Ja, das passt alles. Das passt gut. Bevorstehende Ratswahl. Schaffung eines besseren Morgens. Bedeutung von Wirtschaft plus 60%, Bewohnbarkeit minus 10%, aber der Rest passt. Unterstützen wir. Oh ja. Warum brauchen die denn so lange, bis wir da ankommen? Ist ja schlimm. Da werden wir es ja nie schaffen. Sorry, bis wir da ankommen. Die uralte Impuls. Also wir müssen dann wirklich ernsthaft gucken und unsere Sachen hier neu ausbauen, unsere Schiffe. Da müssen wir neu designen ein bisschen. Wäre grob fahrlässig, wenn wir das nicht machen. Ui. Da hat es jemanden aber böse erwischt. Ja, die fünfte Expeditionsflotte komplett vernichtet. Komplett vernichtet. Ja, wenn man mal guckt, unser Brosnack-Design 200. Echt jetzt? 200? Wie kriegt man denn 234 Effizienz mit der uralten Saturationsartillerie und die kinetische Batterie? Wow. Was ist das denn? Verrückt. Na, Freunde? Was soll ich sagen? Wir verpflichten euch da komplett, ja. Jetzt aber landen wir die Armee mal dort. Und wir können die dunkle Materie abbauen. Das ist gut, das ist wichtig. Da müssen wir auch mal jetzt dann gucken, dass wir es tatsächlich machen. Kosmogenese wird mich halt schon echt reizen, gell? Ne, wir machen jetzt die Plasmakanone. Und finden eine militärische Anwendung, ja, und machen den Schaden an den Schilden. Erhöhen wir halt nochmal, dass wir die richtig. Haben wir es geschafft? Sind wir da? Und die sind an der Raumstation. Die sind nicht so schnell, die Jungs hier. Das ist so. Attacking enemy vessels. Jetzt kommt, macht's einfach weg. Ja, die sind geflohen. So blöd. Ne, das war nicht der Kampf.
planetary invasion commenced. Ne, die Karte wird von hier oben runterkommen. Und wir gehen von hier da lang. Wie sieht's aus? Noch nicht so gut. Wir kriegen euch noch. Keine Sorge. Liegen halt richtig böse auf dem Deckel. Galaktischer Rat, also wir sind hier tatsächlich. Wir hätten jetzt auch ein bisschen Einfluss, den wir nutzen könnten. Die Auserwählten. Lass mal. Oh Leute. Göttlichkeit des Lebens, auch so ein Ding, oder auch so blöd ein bisschen. Ratsdenunzierung. Na, wir lassen es mal. Attacking enemy vessels. Wow, wow, wow. Wer attackt hier wo? Wir attacken. Attacking enemy assets. Ja, das ist ja okay. Hier ist der Kampf jetzt auch wieder vorbei. Agent läuft über. Ja, so sei es. Alles gut. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen. Moment, Akama können wir uns holen. Und hier kämpfen wir. Ja. Construction complete. Alles halt mega harmlos, gell? Jawohl, Martin High Kingdom ist Scholarium geworden. Sehr gut. Können wir jetzt Capralla, so mit denen können wir jetzt reden. Also hört zu. Wir machen unabhängige Diplomatie. Alles gut, alles gut. Ihr gebt uns ein bisschen was. Ja, ihr nehmt bei uns an nichts teil. Wir nehmen, machen bei euch alles. Wir machen geteilte Sensordaten fortfahren. Alles gut. Wir möchten ja, dass ihr das mal uns ein bisschen mögt, Leute. Top Destic Empire. Uiuiuiuiuiui. Können wir jetzt auch mal die. Ah. Wird doch gut. Wow, die haben halt schon ein bisschen was zu bieten, gell? Ja, die haben schon ein bisschen was zu bieten. Ihr müsst an keinen Konflikten teilnehmen, wir nehmen an allen teil. Nein, uns fehlt noch so viel Einfluss. Echt jetzt? Oha. Moment. Ja. Ja, da fehlt uns halt auch ein Haufen Geld. Also ein Haufen Einfluss. Müssen wir ein bisschen Einfluss erlangen. Wäre wichtig.
Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Ah, das läuft hier halt alles wie am Schnürchen, was soll ich sagen? Attacking enemy assets. Planetary invasion commenced. Alles gut soweit hier? Dimensionssperre. Ja. Enemy presence. Wow. Spaceport under attack. Da geht's gleich ab und hier haben sie doch ein ziemlich auf Akama 3 der Generatorwelt. Vessel production capacity violently diminished. Wer ist denn das Kyldari War? Verteidiger John Hub. Nur Pakt. Ah, wir sind alles die Verteidiger. Ah, okay. Ah, die ist Kyldari. Die Vormachtstellung. Oh. Leute, wo seid ihr denn? Was für ein Kyldari War? Was passiert hier oben? Ach du Kacke. Die kommen, die sind ein Thema. Die Skyldari sind... Die haben wir nicht gesehen, die Skyldari. Eieiei. Okay, Freunde. Die Skyldari. Ja, das lassen wir mal. Junge, wenn die bei uns wären, dann wären wir aber auch richtig im Eimer. Und da haben wir angeblich wieder nichts erreicht. Toll. Einblicke in den Abgrund. Was bisher nur ein Gerücht war, hat sich nun bestätigt. Die invertierte Maße des Dimensionsschreckens, die wir nach Erde gebracht hatten, hat Löcher in unsere Wirklichkeit gerissen. Und Risse in eine andere Welt geöffnet. Das Phänomen hat unsere Eindämmungsmaßnahmen durchbrochen und scheint sich nun auf die Hauptstadt der Erde auszudehnen. Wow. Jeder Kontakt mit der Dimension, selbst wenn diese durch die Linse von Beobachtungsgeräten erfolgt, verursacht bei den Beobachtenden großes Leid. Unsere Wissenschaftler sind besorgt, dass sich das Phänomen noch weiter ausbreiten könnte, versprechen allerdings auch, dass sie mit ein wenig mehr Zeit die Geheimnisse der anderen Dimension entschlüsseln können. Stabilität minus 20 auf der Erde, aber wir kriegen halt mehr Forschung. Wie ist denn die Stabilität momentan? 50. Das ist mir zu... Wir machen es, komm. Ground Invasion Force has seized the planet. Ja, nee, ich weiß nicht, ob das jetzt die gute Idee war. Wir sollten irgendwie da hinkommen. Zu dieser Prosnak-Geschichte hier. Ja, aber wir kommen hier nicht so ohne weiteres zu der Prosnak-Geschichte. Gehen mal so dorthin.
Die haben hier ein natürliches Wurmloch. Das müsste doch eigentlich vielleicht dieses Wurmloch hier. Mit Sahuvis. Nee, das ist nicht. Astralriss. Attacking enemy assets. Warte. Duale Artefakt. Da können wir noch nicht anmachen. Okay, gut, Relikt. Können wir jetzt nutzen. Ja, wir nehmen tatsächlich halt immer das, weil diese Anführer so stark sind. Deswegen, Waffenschaden, Schiffe plus 7%. Regiert, Lyssa Prime. Gut. Boah, Schaden. Trägergeschwader. Natürlich gut. Störer 2. Ja, wir haben hier ein paar gute Sachen. Ein paar starke Leute hier. Genau, so, und hier kämpfen wir halt richtig heftig. Gut, Thema schon erledigt. Hauptfeld ist mit Prosnak verbunden. Technology secured. Plasmakanone erforscht. Ja, jetzt geht's halt ab, Leute. Ich finde, wir sollten, keine Ahnung, ob wir das L-Tor dann schon öffnen. Das kann ja auch gut sein. Ich hab doch Schiss, Leute. Oh, was haben wir hier? Attacking enemy assets. Attacking enemy assets. Oh, da ist aber auch Fendir. Fendir und Zeldis. Wenn sich das nicht gut anhört, dann weiß ich auch nicht. Landen wir mal die Armee. Ja, nee, nicht alle. Moment, die graden ja jetzt ab, darum geht's ja. Okay, aber die Dimensionsflotte, solange wir die noch haben, die muss hier bleiben. Da oben kommt das Problem mit den Skyldari-Leuten. Na gut, die Angriffsflotten sind nicht so stark von denen. Und das auch eine harmlose Flotte. Ja, aber hier halt 400.000. Hier 400.000. Das sind heftige Geschichten. Ja, und die wüten in John Habrum, aber richtig. Ja, in Veletive geht's ab. Wir haben auch nur noch... Wir haben nicht mehr 10 Gesandte, wir haben nur noch 8. Gut, ja, und hier geht es halt auch ganz gut ab. Geheimagent wieder aufgetaucht. Standardisierung von Schlagwörtern wurde weggemacht. Okay.
Okay, gut, nee, lassen wir mal dann. Wie viele wurden abgegradet? Ja, Leute, halt schon geil, gell? Hartnäckiger Agent. Wir haben eine weitere verschlüsselte Nachricht aus Destic Empire enthalten, diesmal unter Verwendung einer anderen Chiffre. Unser vermeintlich verschollener Agent behauptet, sein Leben sei wegen der Informationen, die er beschafft hat, in extremem Maß gefährdet. Wenn wir nicht schnellstens evakuieren, sagt er, wird er in Erwägung ziehen, überzulaufen. Eliminiert diesen Agenten. Oh. Gut. Technology secured. Wir gucken gleich nach der Technology. Guck mal. Ground Invasion Force has seized the planet. Sehr nice. Wow, Seldis, das sind sie jetzt aber schon stark. Da würde ich sogar sagen, machen wir jetzt einen General mal. Holen wir einen General. Haben wir keinen General, der irgendwie auch mal da ein bisschen Armee befehligen könnte? Haben wir doch schon. Haben wir. Dass man das halt immer nicht sieht, gell? Dass man das nicht sieht, Leute. Na gut, nee, dann macht sie es halt. Planetary Invasion commenced. Na, und jetzt geht's ab. Oh je. Bei uns geht's langsam runter, bei denen geht's schnell runter und wir hacken die in Stücke. Gottes Willen. Hauptwelten. Wir sind mit John Hub. Testträge, mit allen. Da sind wir jetzt. Verbunden, sehr nice. Machen wir mal weg. Schiff abgegradet, ist eine gut getarnte Flotte, ist nicht so interessant für uns. Physikforschung, also was machen wir als nächstes? Ja, dann machen wir den Synapsen-Resonator. Und hier werden wir... Ja, komm. Diese überzeugende Diplomatie machen. Ja, und hier geht es halt ordentlich ab jetzt. Gut. Endgültige Verleugnung. Unser Sicherheitsberater meldet das Ende jeglicher Bedrohungen, die von unseren ehemaligen Agenten in Destic Empire ausgegangen sein könnten. Eine speziell ausgewählte Sondereinsatzkommando hat die Existenz des Agenten bestätigen können, bevor es dieser rasch ein Ende setzte. Niemand kann jedoch mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen echten Agenten oder einen Destic-Komplott handelte. Dem auch sei. Ist jetzt alles erledigt. Okay. Und wir können jetzt den Titanen bauen. Also, Schiffe dieser Größenordnung sind eine tödliche Kombination aus geballter Feuerkraft und hochmodernen Unterstützungssystemen. Titanenkonfigurationen können als äußerst vielseitige Flaggschiffe eingesetzt werden, die auch in der Lage sind, umliegende Schiffe zu unterstützen oder Feinde zu umzingeln. Wow, das finde ich halt richtig geil, gell? Jetzt geht's ordentlich ab. Dann machen wir doch noch vielleicht Neutronium-Panzerung. Genetische Artillerie 2. Die machen wir. Oh, es ist wie im, wie sagt man, im Kinderland. Nein, nicht im Kinderland, das ist, weiß nicht. Aber wir sollten die, im Schlaraffenland so, wir sollten die halt wirklich ein bisschen... Wir sollten Informationen haben über deren Schiffe. Wir kriegen keine Informationen über deren Schiffe. Vessels upgraded. Das ist das Problem. Wenn wir wüssten, wie die drauf sind, die Skyldari, wie könnten wir Informationen beschaffen von denen? Ich weiß es nicht. Oje. Das sieht auch bitter aus für die jetzt. Sphere of Influence expanded. Richtig bitter aus für die Jungs. Ground Invasion Force has seized the planet. 78%.
Und die können auf jeden Fall dahin springen. Gut, springt hier rüber, macht da mal alles in Schutt und Asche. Ich hoffe halt so sehr, dass die jetzt nicht gleich zusammenbrechen. Wir müssen das hier frei machen. Kommt, Leute. Attacking enemy vessels. Hulks vivisected. Gut, Schlacht vorbei. Alle Transportschiffe vernichtet. Tod eines großen Anführers. Jawohl, Feder der Farbe Kastanienbraun. Oh nein. Lass die Massen trauern, komm. Öffentliche Beisetzung, ja. Ah, wir können schon springen. Sauber, dann spring mal. Vessels upgraded. Attacking enemy vessels. Gut, so, und auf diese Art und Weise konnten wir jetzt nämlich darüber kommen. Und das war gut. Lebhafter Geschichtenerzähler, was? Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 25%. Alle Wissenschaftler erhalten 300 Erfahrungen, oder? Detailorientiert. Dass wir was? 15 Sozialforschung monatlich beim Ausgraben archäologischer Stätten. Ja, dann sei ein lebhafter Geschichtenerzähler, komm. Machen wir so. Gut, und hier geht es jetzt auch um die Schlacht, aber die haben, müssen noch mehr haben. Prosnack. Ich schaue das schon ganz gerne an, muss ich geb's ja zu. Gefällt mir ganz gut. Ground Invasion Force has seized the planet. Immer noch bei 83%. Waren die nicht auch irgendwo hier oben, die Prosnack? Aber da wäre es dann ein bisschen blöd. Alles Malkia, Kapara, Prosnack. Ah, hier oben gibt's noch. Hier gibt's noch Navi. Ansonsten Prosnack. Ah, Prosnack. Ja, aber das ist auch erledigt. Das sind alles die Chirn. Das ist kein Prosnack. Das ist alles Destik hier. Bellet Hive. Ich sehe keinen Prosnack mehr. Keine Ahnung, ich sehe keinen Prosnack mehr, Leute. Erschüttert das Vertrauen. Unerforschtes natürliches Wurmloch. Hey, komm, dann flieg mal kurz hier rüber. Attacking enemy vessels. Was können wir bauen? Der uralte Schildüberlader ist halt auch gut. Sternbasisgebäude. Trefferpunkte, Schilde plus 33%. Verhärtung plus 33%. Wow, das könnte bösartig werden. Leute. Machen wir mal.
Da kommen halt die Trümmer schnell. Spaceport under attack. Hulks vivisected. Vessels upgraded. Da haben die noch was. Ach, guck mal, da haben die noch was. Na, ist ja witzig. Landen wir doch die Armee mal dort. Würde ich vorschlagen, Leute. Es geht's nämlich böse ab. Dimensionsflotte herbeirufen. Ist sie weg? Ist okay. Die hat ihren Zweck mehr als erfüllt. Dieses Mal. Mehr als erfüllt, Leute. Können wir uns nicht beklagen. Wir müssen halt echt aufpassen nur, gell? Hier oben müssen wir halt echt aufpassen. Mit den Skyldari, wir bräuchten die Informationen. Wenn wir Informationen hätten über die, wie die Flotten aufgebaut sind, dann würden wir halt die Mega-Konterflotte bauen. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann haben wir ein Problem. Ja, wow, das schmelzen ja abartig dahin. Uiuiuiui. Ground Invasion Force has seized a planet. So, jetzt stopp. Er springt hier hin. Dann gucken wir mal, wo das hinführt, das Ding. Na, wo ist unser Schiff? Umloch erkunden, Freunde. Das mit unbekannt verbunden ist, okay. Oh yeah. Ground invasion force has seized a planet. Okay. Spaceport under attack. Jetzt haben wir aber wirklich viele Planeten hier uns besorgt, oder? Wo seid denn ihr Leute? Wo habt ihr jetzt noch was? Sithran, Sarisch, also. Ich finde das halt nach wie vor unübersichtlich. Auch nach 13 Staffeln tue ich mich schwer zu erkennen, wo es hier noch was gibt. Aber hier müsste es was geben, wo diese Pünktchen da sind, oder? Ja, da gab's. Und das haben wir uns geholt. Das hier ist aber klein, das haben wir noch nicht geholt. Gibt es noch was mit so Pünktchen? Hier Pünktchen? Gibt's nirgends mehr Pünktchen. Also. Attacking enemy vessels. Ja, Leute, und nächste Folge, dann wird's nämlich heftig. Moment, ich möchte das nicht ausgeben. Ich möchte eigentlich gern lieber Flotten verstärken dafür. Genau, und dann müssen wir uns auch den Titanen mal angucken. Ja. Construction. Er ist schon angekommen, wie verrückt, oder? Und jetzt sag ich. Sithran, dann land mal auf Sithran. Planetary Invasion commenced. Gut, gucken wir uns mal die Schlacht noch an. Vessels upgraded. Wow.
Und erledigt. Ground Invasion Force has seized a planet. Aber ist noch kein Frieden, Leute. Ah, Kriegsziele durchsetzen. So. Ah, Leute, wir setzen die Kriegsziele durch. Angebot senden und dann haben wir nämlich das Thema mit denen erledigt. Wir müssen uns der großen Gefahr im Norden stellen. Schwelle zur Leere. Vielleicht haben wir uns selbst etwas überschätzt. Oh oh. Die Erde wird durch die invertierte Masse des Dimensionsschreckens von innen heraus zerrissen. Auch wenn die Durchbrüche in den Wissenschaften, die wir durch das Studium der anderen Dimension erzielt haben, revolutionär sind, war die Belastung für die Welt selbst immens. Nur wenige Wissenschaftler glauben, dass die Reaktion stabilisiert werden kann, aber noch besteht eine Chance. Während die Bewohner von Erde an Bord von Transportschiffen gebracht werden, um den Planeten zu verlassen, öffnen sich unzählige Risse. Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, wird bald erreicht sein. Also was hätten wir hier? Zu spät. Einigkeit von Joe, alles plus 100%, Stabilität minus 20, nice. 99 Verwüstung, echt. Leute, ich habe da keinen Bock drauf, wir können uns diese Scheiße nicht leisten jetzt. Wir werden es jetzt los, egal mit welchen Mitteln, okay. Ah, Ariana Garibaldi mit 141 gestorben. Die Wissenschaftlerin, ah Mann. Gedenkstätte. Na, wir machen eine Gedenkstätte für Ariana Garibaldi. Moment, Sieg. Und tatsächlich hier gewonnen. Moment. Kunsthandwerksmeisterin, also die Gute ist im Rat, das ist gut. Wie alt ist die eigentlich? 51, sind wir froh, Gott sei Dank. Jemand Jüngeres. Naja, und jetzt gibt es ja nichts Gescheites. Unterhalt bewohnen, Handelswert ist natürlich nice. Vertrauenszuwachs, ne, dann machen wir halt Berater. Ja. Moment, jetzt gucken wir kurz in den Sieg rein. Ja, und wir sind jetzt bei 70.000. Wir haben uns ordentlich jetzt vergrößert. Ja. Wir haben uns ordentlich vergrößert. Da haben wir Skyldari Mediators. In Malkir. Und jetzt können die auch bald schon bei uns sein. Kommen wir da irgendwie hin? Wir kommen da nicht hin. Weil hier muss die Grenzen öffnen, Leute. Das geht nicht. Wir müssen die Dringlichkeitssitzung machen und dieses Kyldaris hier, oh Gott, niedermachen. Wichtig ist halt, klar, die haben ihre Flotten jetzt, ja? Oh, scheiße. Würden die ihre Flotten aber aufspalten, dann wären sie schon nur noch halb so groß. Okay. Wir müssen einen Sonderbeschluss machen. Und zwar sofort müssen wir den machen. Sagt der Senat bereits? Wir müssen eine Notfallgeschichte machen. Wo ist es? Krieg. Krisenstatus ausrufen. Die Auserwählten, nein, nein. Nein, nein, die Auserwählten doch nicht. Kettling, Obevni, Kresk, Jusk, Skyldari Mediators. Die sind Problem. Vessels upgraded. John Hub geht gerade richtig down. Geht richtig down, Leute. Oh Gott, wir brauchen alles. Bis dahin, wir brauchen die Dimensionsflotte. Wir brauchen alles. Wir müssen unseren Titanen upgraden, Leute. Wir müssen alles machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Und ich glaube, langsam aber sicher, werden wir... Ja, keine Ahnung.
wird's abgehen, oder? Weiß nicht. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.